So, hier haben wir den Schaltplan, wie das Ganze aufgebaut ist, die PIN-Nummern. Ich habe hier die 4,7 Kilo-Ohm und nicht die 4 Kilo-Ohm genommen, weil ich 4 Kilo-Ohm nicht gehabt habe. Und 100 Ohm für die LED zum Schützen. Der Kondensator hat in dem Fall jetzt, das sieht man am Blinken, einen relativ großen Wert. Der ist jetzt bei 220 Mikrofarad. Und den Unterschied zu einem anderen, zum Beispiel von 47 Kilo, Mikrofarad, sieht man eigentlich ganz schnell, indem sich hier das Blinkverhalten ändert. Klar, weniger Aufnahme, deswegen schnellere Abgabe. Und schon hat der Timer ganz andere Einstellung. Wechseln wir nochmal zurück zum 220 Mikrofarad. Und hier sieht man wieder, dass das Ganze ein bisschen langsamer vor sich geht. Dieser 4 Kilo Ohm, nicht dieser, sondern dieser, den kann man jetzt durch ein Potentiometer ersetzen. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Wechsel von dem Widerstand, wo man schon den Effekt sieht, hin zu einem Potentiometer. Meine Fummelei mit dem Ganzen da. Gut, das kommt hierher. Und zum Abschluss dann die Verbindung. Wenn man hier jetzt sieht, dass hier noch gar nichts tut. Und so, kann ich schon die Lötspitze her. Gut. Also es blinkt noch nichts. Dann verändere ich mal den Widerstandswert. Jetzt hat man eine ziemlich kleine Range, die das Blinkverhalten verändert. Und jetzt verlängert es irrsinnig die On-Phase vor dem Blinklicht. Wenn ich jetzt wieder weggehe, das heißt den Potentiometer weiter drehe, sieht man, dass das Ganze wieder schneller vor sich geht. Gut, ich hoffe, dass ihr mit alle Fragen beantwortet. Bei irgendwelchen Problemen einfach wieder melden.